Thüringen 1996. Die 19-jährige Katrin S. liegt tot in einem Feld. Nach einem Besuch bei ihrer Großmutter war sie spurlos verschwunden. Kurz zuvor hatte die junge Frau gerade eine Ausbildung begonnen. Auch in der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst mit Eduard Zimmermann hat die Kripo Erfurt im August 1997 nach dem Mörder von Katrin S. gesucht. Der Kriminalexperte und Journalist Ralf Döbele begibt sich noch einmal an die Orte, die für das Verbrechen eine Rolle spielten. Man muss den Fall Katrin S. schon als besonders grausam bezeichnen. Sie war eine Frau, die von Familie und Freunden als besonders lebensfroh und dem Leben zugewandt beschrieben wurde. Voller Elan verfolgte sie ihre Zukunftspläne. Und gerade als ein neuer Lebensabschnitt für sie begann, gerade da wird sie von einem grausamen Verbrechen aus dem Leben gerissen. Am 31. Januar 1996 findet ein Schüler in der Nähe von Erfurt auf einem Feld die Leiche einer zunächst unbekannten jungen Frau. Er verständigte allerdings zunächst nicht die Polizei, sondern erzählte seinem Schulfreund am nächsten Tag erst von seinem Fund. Die beiden Jugendlichen kamen dann an den Leichenfundort zurück und erst danach verständigten sie die Polizei. Für die Erfurter Beamten ist schnell klar, die junge Frau wurde vermutlich sexuell missbraucht, dann umgebracht und auf dem Feld nahe der Autobahn A4 versteckt. Der Kripo Erfurt gelang es relativ schnell, die Tote zu identifizieren. Eine Polizistin, die Ende Oktober 1995 eine Vermisstenanzeige aufgenommen hatte, erkannte in der Toten Katrin S. Katrin S. wurde zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehr als 3 Monaten vermisst. Die Obduktion von Katrin S. ergab, dass die junge Frau mindestens 2 Monate hier gelegen haben musste. Allerdings war sie vermutlich kurz nach ihrem Verschwinden im Oktober bereits getötet worden. Das bedeutete, dass sie irgendwo vermutlich an einem kühlen Ort zwischengelagert worden war, bevor sie dann vom Täter hier auf das Feld gebracht wurde. Kurz vor ihrem Verschwinden hatte sie einen Ausbildungsplatz gefunden. Für Katrin S. war die Stelle in der Blumengroßhandlung so eine Art Traumjob. Sie hatte sich auch gegen 170 andere Bewerber durchgesetzt für die Azubi-Stelle. Und sie freute sich riesig, dass es geklappt hat, obwohl dieser Job auch bedeutete, dass sie fortan täglich um 2 Uhr morgens würde aufstehen müssen. Die Erfurter Kriminalpolizei rekonstruiert den Alltag der 19-Jährigen. Besonders wichtig sind dabei die letzten Stunden vor dem Verschwinden von Katrin. Der 18. Oktober 1995 war der letzte Tag im Leben von Katrin S. Es war auch ihr 3. Ausbildungstag. Der begann wieder am frühen Morgen. Gegen 3 Uhr begann sie ihren Dienst in dem Gartencenter bei dem Blumengroßhändler. Um 14.30 Uhr hatte sie Feierabend. Sie machte sich auf den Weg zu ihrer Großmutter nach Erfurt. Dein Wagen ist doch schon so alt. Und da haben wir uns gedacht, jetzt, wo du die Lehrstelle hast, also jedenfalls wollen wir dir ein neues Auto schenken. Ach. Ich bin aber gegen ein rotes. Und zuverlässig muss es sein. Deine Eltern meinen. Omi. Voller Freude über die guten Neuigkeiten macht sich Katrin S. gegen 15.30 Uhr auf den Weg zu einer Spielhalle, wo sie mit Freunden verabredet ist. Sie hielt sich etwa eine Dreiviertelstunde hier auf. Gegen 16.15 Uhr machte sie sich auf den Weg. Sie stieg in ihren roten VW Jetta und fuhr davon. Das war auch der Zeitpunkt, wo sie zum letzten Mal nachweislich lebend gesehen worden war. Von diesem Zeitpunkt an ist Katrin S. verschwunden. Ihr Auto wird 2 Wochen später etwa 2 Kilometer von der Spielothek entfernt gefunden. Auf dem Beifahrersitz liegt ein vertrockneter Blumenstrauß. Wollte Katrin S. noch jemanden besuchen? Vielleicht führt ein bestimmtes Kleidungsstück zur Beantwortung dieser Frage. Besonders auffällig war, dass die Leiche von Katrin S. einen schwarzen Pulli trug, einen Baseball-Pulli mit der Aufschrift Yankees. Laut der Familie des Opfers hat Katrin aber nie einen solchen Pulli besessen. Er stammte also wahrscheinlich vom Täter. Die Kripo Erfurt erhält auf ihrer Suche in lokalen Medien keine Hinweise, die sie weiterbringt. Es gelingt auch nicht zu ermitteln, für wen der Blumenstrauß in Katrins Auto gedacht war. 1,5 Jahre lang tappt die Polizei im Dunkeln. Dann hat sie eine Idee. Die Beamten wenden sich schließlich an die ZDF-Fernsehfahndung Aktenzeichen XY ungelöst und an ihren Moderator Eduard Zimmermann. Schon etwas zurückliegt. Der Filmbeitrag, der im August 1997 bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt wurde, war sehr emotional. Also man kam als Zuschauer
Katrin und ihrer Familie doch recht nahe. Man spürte ihre Euphorie über diesen neuen Lebensabschnitt. Man freute sich mit ihr. Und genau in diesem Moment der Euphorie wird Katrin aus dem Leben gerissen. Das nimmt einen schon ziemlich mit, wenn man das sieht. In der Sendung wird auch nach persönlichen Gegenständen von Katrin S. gesucht, die nicht bei ihrer Leiche gefunden wurden. Dem Opfer wurden mehrere Gegenstände geraubt, die bis heute nicht wieder aufgetaucht sind. Darunter diese silberfarbene Armbanduhr mit schwarzem Zifferblatt, außen mit spiralförmig glitzernden Steinen besetzt, das Armband aus schwarzem Kunstleder. Dann diese goldene Halskette mit einem goldfarbenen Kreuz, besetzt mit roten Steinen. Zudem wird ein verschwundener Schuh von Katrin gesucht. Eigentlich alles in allem mehrere gute Ansatzpunkte. Dennoch brachte die Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY nicht die erhoffte Resonanz. Für die Kripo Erfurt gab es nicht den erhofften Durchbruch in dem Fall. Für über 10 Jahre wird das Verbrechen an Katrin S. zu einem Cold Case. Auch die verschwundenen Gegenstände der 19-Jährigen werden nicht mehr gefunden. 2006 nahm sich die Kripo Erfurt die Akten in diesem Fall noch mal vor, arbeitete sie noch mal vollkommen neu auf. Zeitgleich wurden auch die Asservate in dem Fall, also auch die Kleidung, die Katrin getragen hatte, als man sie fand, mit den neuesten kriminaltechnischen Methoden untersucht. Und es gelang tatsächlich auch, eine DNA-Spur zu isolieren auf der Kleidung. Es dauerte dann allerdings noch bis 2009, bis es zu dieser DNA-Spur einen entsprechenden Treffer in der Datenbank gab. Dieser DNA-Treffer führt die Kripo Erfurt zum vorbestraften Roland B., der zum Tatzeitpunkt 34 Jahre alt war. Tatsächlich war Roland B. schon kurz nach der Tat ins Visier der Ermittler geraten. Sie konnten ihm damals aber nichts nachweisen. Doch die Polizei ist nun sicher, dem Richtigen auf den Fersen zu sein. Roland B. war bereits zu DDR-Zeiten vorbestraft gewesen. Er war wegen Mordes und Vergewaltigung 1980 bereits verurteilt worden. Allerdings kam er nach der Wende im Zuge einer Amnestie vorzeitig frei. Ende der 90er Jahre trat er erneut durch Sexualverbrechen in Erscheinung, wurde erneut verurteilt. Konfrontiert mit dem DNA-Beweis gesteht Roland B. die Tötung von Katrin S. Im Herbst 2010, fast 15 Jahre nach der Tat, beginnt vor dem Landgericht Erfurt der Prozess gegen Roland B. Die Staatsanwaltschaft vermutet ein sexuelles Motiv. Roland B. zeigte sich während dem Verfahren nur teilweise geständig. Er gab zu, Katrin S. in seine Wohnung gelockt zu haben und sie dort erstickt zu haben. Von sexuellem Missbrauch wollte er allerdings nichts wissen. Doch die Richter des Landgerichts Erfurt glauben dem Angeklagten nicht. Sie waren davon überzeugt, dass Roland B. Katrin S. in seine Wohnung gelockt hatte, dort sexuell missbraucht hatte und sie danach tötete, um diesen Missbrauch zu verdecken. Deshalb wurde Roland B. letztendlich auch zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt. Aufgrund seiner umfangreichen Vorstrafen verhängten die Richter auch anschließende Sicherungsverwahrung. Nach 15 Jahren konnte das Verbrechen an der 19-jährigen Katrin S. doch noch geklärt werden.